Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und wir haben einen Teil der Quest abgeschlossen. In der letzten Folge sind wir ja zu dieser Insel da hingefahren. Und das war übrigens, genau die richtige Entscheidung, denn die Quest ist weitergegangen, beziehungsweise geht weiter. Wir haben jetzt eine andere Aufgabe, wir sollen Richtung Osten, ich nehme mal stark an, wir sollen uns Richtung Osten aufmachen. Und das habe ich auch geplant, ja, also das Schiff fährt jetzt mal in diese Richtung und wir schauen, ob es dann da weitergeht. Osten wäre ja in diesem Fall hier, wenn Norden die Spitze wäre, wäre die Spitze hier Osten. Ja, schauen wir mal, ob das die richtige Entscheidung war, beziehungsweise ob wir Erfolg haben mit dieser Idee. Ansonsten finde ich es interessant, dass zuerst die ganzen Quests gezeigt werden, wo man hin muss. Ich meine, ja, zum Glück machen wir es nicht so leicht, wie es nicht unbedingt notwendig ist. Aber jetzt denke ich mal, jetzt waren wir gerade so gut drinnen und einfach von einem Punkt zum nächsten und so. Und dann ist das schon ein bisschen eine Bremse, wenn man ja gerne die Quests abschließen möchte. Gut, da taucht etwas auf. Da vorne ist etwas. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Fahren wir da mal herum. Da steht ein Schiff. Vielleicht sind wir da richtig. Was hätte denn diese Insel da zu bieten? Ein bisschen Lehm, ein bisschen Weintrauben und so. Gar nicht so schlecht. Gut, während das Schiff fahrt, wir haben ja noch was vor. Und zwar in... nicht Cap Trelawney, ja, Cap Trelawney, genau. Und zwar möchte ich gerne wieder ein bisschen aufstocken. So, jetzt haben wir zu wenig von denen, das heißt, die müssen wir auch aufrüsten. Machen wir das mal in Ruhe. Da haben wir jetzt Handwerker, die lassen wir. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Hält sich recht gut jetzt in der Waage und dann können wir das mal ruhig so lassen. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir da nicht einen Besucherkader schon bald bauen. Das Museum vollstopfen. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt ein neues Schiff. Neue Befehle? Erstens mal habe ich dieses Schiff hier ja geparkt in der letzten Folge. Dann brauchen wir da ein paar Schiffs-Items. Da kommst du dazu. Und... du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Dann nehmen wir das dazu. Genau. So. Stellst du dich einstweil hier hin? Es müsste jetzt noch irgendwo dieses... genau. Du kriegst einen Propeller. Und... was mache ich jetzt mit dir am besten? Genau, du... packst jetzt ein die ganzen Museumsgegenstände. Das heißt, du musst ein paar Mal fahren. Und dann bringst du das mal bitte rüber. Hier habe ich jetzt, glaube ich, gar kein Museum mehr. Das habe ich ja in einer der Folgen schon mal entfernt. Ich schaue nochmal schnell. Ich habe hier kein Museum und ich habe hier wahrscheinlich auch keinen Zoo. Nein, gut. Dann fahr bitte nach Cap Trelawney. Genau. Und liefer dann mal ab, dann können wir dort sich dann schon langsam auf einen Zoo und ein Museum konzentrieren. Zurück. Ich dachte, ich habe hier ein Schiff gesehen. Steht doch ein Schiff. Da steht doch ein Schiff. Da stehen mehr Schiffe.
Okay, da ist also mal nichts. Soll er da mal herfallen? Ich wüsste jetzt aktuell wirklich nicht, wo wir hin müssen. Leider. Also Richtung Osten. Wir sind auf irgendeiner Insel im Osten. Die könnten da auch sein. Zum Horizont. So nah ist aktiv. Das heißt, wenn es was mit der Quest zu tun hat, müsste es ja eigentlich Gold leuchten. Da tut sich leider gerade gar nichts. Die zwei Inseln kennen wir eigentlich schon. Abdrehen beginnen. So. Ja, aktuell keine Ahnung, was genau zu tun ist. Ich sag's jetzt definitiv, es ist ein bisschen verwirrend. Die fahren da herum. Keinerlei Verpflichtungen. Ich übersehe irgendein Detail. Du weißt sicher ganz genau, was ich übersehe, aber tut mir leid, ich bin noch nicht drauf gekommen. Irgendein Detail habe ich noch nicht ganz durchblickt. Weil da waren wir ja schon einmal. Da unten waren wir noch nicht. Fahren wir da mal ganz nach unten. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldur. Zeit, den Sextanten zu schauen. Wir nähern uns den Dreikopf-Missionen, aber ich... Warte noch, ich möchte keine zwei, ich möchte das mit den drei machen. So, eine Quest, schauen wir kurz rein, was wäre zu tun. Kann dieses Geheimnis entschlüden, Sie folgendes Rätsel für mich lösen? Eine Enigma. Und welches? Was ist gelb, lecker, aber grün und braun gar nicht so appetitlich? Eine Banane wahrscheinlich, dann müssen wir in die neue Welt. Wo sind Bananen? Da sind Bananen. Quod erat demonstrandum. Genau, und einen Lüfter haben wir bekommen. Gut, dann wieder zurück nach Kap Trelawney. Wir wollen ja hier weitermachen. Haben wir hier schon ein bisschen rum dazu bekommen? Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du minus 3. Ganz bestimmt. Wenn ich jetzt sage, nein, ich nehme, kriege ich genauso minus 3 Ruf. Die Augen waren mal wieder größer als der Magen, was? Schauen wir da mal vorbei und... Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren... Wie schaut's bei dir aus? Ja. Er wird Null. Mich den Affenarsch küssen. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Naja, das ist ja schon mal ein Vorteil. So. Also, ich würde gerne... diese Quest beenden. Allerdings weiß ich wirklich aktuell nicht, was für einen Fehler ich mache, wo ich hin muss. Ich habe wirklich keine Ahnung. Fahren wir mal dahin mit dem Schiff. Ich wüsste nicht, wo ich noch hin muss. Jetzt waren wir da oben, waren wir schon. Dieses eine Teil her. Nur irgendetwas übersehe ich noch. Leider. Irgendetwas übersehe ich hier leider noch. Neue Befehle?
Inseln sind da schon genug. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, das Schiff ist da. Wo ist dieses Schiff? Da ist dieses Schiff. Du bitte dann gleich hier rüber, damit wir die Sachen abliefern können. Ja, ich glaube, ich muss mir da unbedingt ansehen, wo wir hin müssen. Entweder lese ich mir das mal im Internet durch oder ich weiß es nicht. So. Ich mag das aber eigentlich nicht. Ich will das jetzt nicht aufgeben. Tolle Frise, eine ruhige Nacht. Dank Admiral Nadaskis. Strategie haben die HMS Ajax und viele ihrer Schwesternschiffe in der Schlacht von Trelawney gesiegt. Ja, nämlich für seine Majestät. Zwar ist der Gegner klar im Vorteil, doch letztendlich ist die HMS Ajax eine logische Wahl. Das sind eine Frage. Wir trafen sie östlich vom Festland. Okay, das haben wir. Wir haben das bekommen. Ein Ruderboot und der Rest schwimmen zu einer verlassenen Insel. Es gibt kein Süßwasser, die Hitze ist unerträglich. Es war definitiv diese Insel hier, wo wir dieses Teil bekommen haben. Aber warum geht es jetzt nicht weiter? Ich sag dem Schiff jetzt einfach, es soll nochmal daherfahren. Ja, aber andererseits, da waren wir ja schon. Sind jetzt schon hier entlang alles abgefahren und haben nichts gefunden. Da unten waren wir, dort oben waren wir. Ich wüsste nicht, wo wir noch hin sollten. Jetzt habe ich sie rausgeschmissen. Ich wüsste nicht, wie oft ich mir das jetzt noch durchlesen soll. Irgendetwas vergesse ich, irgendetwas vergesse ich. Da geht es auch nicht weiter. Ich fahre jetzt einfach mit dem Schiff nochmal am Hafen. Vielleicht tut sich ja was, wenn wir da reinkommen. So. Das liefern wir ab und schicken dich gleich wieder zurück in die alte Welt, die neuen Gegenstände zu holen. Das auch erledigt. In der Zwischenzeit können wir da wieder ein bisschen aufrüsten. So. Dann können wir hier noch ein bisschen aufrüsten. Und dann werden wir euch noch ein bisschen aufrüsten. Das sieht gut aus. Ah, das machen wir auch noch. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Dann haben wir wieder ein bisschen Einwohner auf Vorrat und können sich da auf das konzentrieren. So. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ein Klassiker. Manchmal ist weniger mehr. Ich fürchte, ich denke sicher, lesen die Leute nicht zwischen. Haben wir das auch erledigt? Ja, das. Du bist sehr aufmerksam. Gut. Wir wissen immer noch nicht, was wir, oder wie wir das in der nächsten Folge weiter verbessern sollen. Haben wir da jetzt schon mehr rum? Ja, steigt, sinkt. Ja, gar nicht so schlecht. Gut. So. Ein paar neue Häuser dazu bauen.
haben wir da auch wieder ein bisschen nachgerüstet. Da setzen wir noch welche hin. Und hier wird es jetzt bald interessant für die Idee mit dem zweiten Kraftwerk. Das ist der großzügige Gastwirt. Da könnten wir eigentlich sogar noch den da reinsetzen, der gelegentlich wieder Öl herstellt. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Machen wir das einmal so, indem wir das da hinsetzen. So. Und da ist die Ausfahrt. Das ist die Ausfahrt. Okay. Das heißt, wir müssen theoretisch eigentlich... Ich weiß, wir machen jetzt mal kurz was anderes, aber ich muss mal ein bisschen den Kopf freikriegen, weil ich wirklich aktuell nicht weiß, wie die Quest abzuschließen ist. So. Ziehen wir da die Straße durch. Nehmen gleichzeitig die Straße hier weg. Und bauen hier mal die Gleiseverlängerung weiter. Oh, Gelände blockiert, na sage ich, es geht doch. So. Dann hier runter. Die Straße nehmen wir da mal weg. Machen die hier in Verlängerung. Machen die hier in Verlängerung. Dann müssten wir ja eigentlich die Gebäude hier wieder reinkriegen. Nein, kriegen wir nicht rein, weil die sind nur 2x2. Wir brauchen aber 3x3. Gut. Wollen wir nicht? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, dann brauchen wir hier ein Kraftwerk. Die Straßen da ein bisschen ziehen. Machen wir das mal mit Blaupausenmodus. Dass ich da mal ein bisschen Orientierung habe. So und so. Das sollte eigentlich ja hinhauen. Ja, ich weiß, ein bisschen langweiliger Rasterbau, aber braucht das jetzt als Koordination, damit ich da ein bisschen. So. Jetzt ziehen wir noch hier rüber und das machen wir so. Dann haben wir dieses Muster auch und jetzt können wir das Kraftwerk da reinsetzen. Und zwar werden wir das da reinsetzen. Sie trauen mir nicht. Nun, es ist genau so.
Gut, auch hier jetzt die Gleise dann, aber das schließen wir noch nicht an. Wir bauen sie mal nur. Dann machen wir mal zu. Dann können wir das Ganze hier abreißen. Gut. Sorry, dann haben wir das gleich mal erledigt. Und das Schiff ist da, aber es hat sich nichts getan. Das heißt, der Fehler liegt irgendwo im Detail begraben. Aber welches Detail, das muss man jetzt erst rausfinden. So, ich habe wirklich keine Ahnung. Du wirst wahrscheinlich dich gerade so dermaßen ärgern, weil du exakt genau weißt, was ich zu tun habe, aber ich nicht drauf komme. Das ist halt jetzt... Ja. Sorry. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, was wir zu tun haben. 121 Punkte. Einflusspunkte, das ist gut. Das gefällt mir. Ich hätte dann irgendwann gerne mal so 200-300 immer auf Vorrat. Das wäre natürlich absolut top, aber das wird es wahrscheinlich noch nicht spielen. Gut, dann einen kurzen Blick in die alte Welt. Da werden wir gleich einmal... Ja, da müssen wir schon noch ein bisschen was investieren. Haben wir noch Schiffe? Aktuell nicht. Kaufen wir sich noch ein Schiff? Na, kaufen wir sich im Moment auch keins. Ist im Moment nicht so wichtig. Gut. Ich werde die Folge, ich bin schon wieder in der neuen Welt, ich weiß, aber ich will nur kurz schauen, ob da alles stabil läuft, weil ich werde heute sicher nicht herumbasteln, aber ich will nur schauen, ob da alles, was wir brauchen, vorhanden ist. Ja, es ist alles einwandfrei. Wir haben genug Kaffee, wir haben genug Rum. Das gefällt mir, das ist gut, somit können wir immer unsere Inseln versorgen. Was passt dir nicht? Schienenabschnitt besetzt. Okay, gut, das ist egal. Ja, das ist randvoll, also da haben wir Ölprobleme, haben wir keine. Gut, wir gehen zurück nach Cap Trelawney und ich mache die Folge heute etwas kürzer. Erstens möchte ich mal herausfinden, woran es scheitert, dass ich diese Quest nicht abschließen kann, wo dieser Fehler im Detail begraben liegt, den möchte ich jetzt herausfinden. Alles in allem möchte ich die Folge ja nicht allzu lange werden lassen. Wir haben jetzt schon ein paar lange genug Folgen erzeugt. Und wie gesagt, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich weiß, sie war kurz, aber ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus!